Ja, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich sagen, dass wir zum nächsten Vortrag gehen. Warum haben wir als Titel zum nächsten Vortrag Make or Cry gewählt? Nun, die Make or Buy-Kalkulation ist ein Klassiker im Portfolio eines Einkäufers. Selbst machen oder zukaufen. Bei Make or Cry hingegen ist die Frage nicht, ob man etwas selbst macht oder jemand anderer, sondern ob man etwas macht oder ob man weinen wird, weil man den Zug verpasst hat. Entscheidend dabei ist nicht nur das Ob, sondern das Wann. Jetzt ist die Zeit, die Learnings aus dem vergangenen Jahr umzusetzen und etwas anders zu machen. Und wie, das erzählt uns Chris Leeb, Business Developer und Entrepreneur. Er ist CEO der Angelitos Incorporated in Palo Alto, Kalifornien. Und wir freuen uns schon auf seinen Vortrag. Chris, du Ja, bist dran. danke. Ich grüße euch alle recht herzlich. Ich bin der Chris. Ich werde jetzt den Bildschirm teilen. Okay, hier sind wir. Ja, also danke für die Einleitung, Gabi. Ich bezeichne mich selbst, dass es, weil es sehr schwierig ist, genau zu sagen, was ich tue und was ich bin. Habe ich halt mehrere Hüte auf. Ich bezeichne mich selbst als Visionary, also als Visionär, der nicht zum Arzt geht, als Rulebreaker, das muss man nämlich manchmal machen, weil sonst keine Innovation stattfindet. Und ich bin Portfolio-Entrepreneur, das erkläre ich gleich in einer Minute. Und ich bin Speaker, das merkt sie gerade, weil ich gerade rede. Und ich bin aber auch Musiker. Das heißt, ich habe eigentlich einen ziemlichen Blumenstrauß in der Hand von Erfahrungen und lustvollen Beschäftigungen. Und ich möchte eigentlich irgendwie gemeinsam versuchen, mit Partnern, mit Freunden im Facebook'schen Sinn, die Welt ein klein wenig besser zu machen. Ja, ich werde oft gefragt, was macht der Portfolio-Entrepreneur? Ja, interessant. Jetzt habe ich irgendwie. Ja, jetzt geht's schon. Der Portfolio-Entrepreneur, das ist eigentlich der quasi bei mehreren Startups als Unternehmer beteiligt ist und mit mehreren Startups arbeitet. Und genau das mache ich. Ja. Das heißt, ich bin nicht ein One-Time-Entrepreneur und auch kein Serial-Entrepreneur, sprich nacheinander, sondern bei mir ist es wirklich so, dass ich parallel immer mit mehreren Firmen gleichzeitig arbeite. Und nur zur Sicherstellung, also diese Angelitos, das ist meine Beteiligungsfirma in Amerika, im Silicon Valley, Palo Alto, wo auch sehr viele Innovationen im technischen Bereich, sehr stark im IT-Bereich kommen. Und Celebration, also der Chris Leeb, das ist sozusagen meine persönliche Marke, wenn man so will. Ja, ich weiß schon, das C-Wort sollte man nicht verwenden, hat die Bibiane gesagt. Ich habe auch sehr viel Frust. Ja, und ich lasse meinen Frust einfach los, indem ich es zu Text bringe. Also wer dann Lust hat, die Folien werden alle geteilt. Es gibt zwar quasi zwei Richtungen. Das eine ist die Poldomatic, das ist so eine Plattform, wo man Texte in diesen Kasteln sozusagen von sich geben kann. Also da kann man sich auch ein bisschen orientieren. Und das Mozart-Kugeldreherland, das ist jetzt momentan so eins meiner Lieblingsdinge, weil wenn wir in Österreich, ich bin ja Österreicher, wenn wir in Österreich nicht aufpassen, dann bleibt uns bald nichts mehr anderes übrig, als Mozartkugeln zu drehen und zu verkaufen. Also wir müssen da schon ein bisschen schauen, dass wir nicht den Anschluss verlieren. Das ist zumindest mein Eindruck. Ja, das überspringe ich jetzt. Also das, was ich schon merke, jetzt plötzlich gibt es so viele Leute, die jetzt erklären, wie Telearbeit funktioniert. Also ich kann mich erinnern, das war vor 15 Jahren schon ein Thema und da haben wir eigentlich alle Plus und Minus und alle Sachen schon zusammengetragen gehabt. Viele, viele Firmen, viele, viele Pioniere zu dem damaligen Zeitpunkt, aber irgendwie in der Zwischenzeit ist alles wieder niedergebügelt worden und man hat weitergemacht wie bisher. Und ich kann nur hoffen, dass es sozusagen jetzt nach dieser Covid-Geschichte, wenn es allmählich abflaut, wir nicht wieder die Sachen hochfahren. Also ich kann das Wort hochfahren gar nicht mehr hören, weil mein Eindruck ist dann, dass wir möglicherweise lauter Blue Screens erleben werden in den einzelnen Firmen, in den einzelnen Jobs. Das heißt, wir müssen anders anfangen, glaube ich. Ja, zumindest ist das mein Credo. Jetzt kann ich natürlich nicht ins Publikum schauen und genau um Handzeichen bitten, aber vielleicht überlegt euch, wer von euch kennt keine Telefonzelle. Also ich behaupte mal, wir sind jetzt alle nur dort, die Telefonzellen kennen. Wenn ihr die nächste Generation fragt, die kennen das nicht mehr. Ne? Maximal von den Erzählungen von uns Erwachsenen. Die Kinder haben da gar keine Chance mehr. Und so geht es aber weiter. Ne? Die Festplatte, ich sage immer, die Festplatte ist eigentlich das, was wir dann irgendwie zu Ostern ist vielleicht im Lebensmittelgeschäft kaufen werden, ne? So mit Wurst und Käse drauf, das ist dann die Festplatte.
Und so geht es weiter mit der Bank, also zum Beispiel. Ne? Ich meine jetzt wirklich den Finanzdienstleister. Und mein Bild ist, dass sozusagen sich so, so viel verändern wird, dass man sich fragen wird, was ist das für ein großes Gebäude da? Also Kinder werden dann fragen. Und die Erwachsenen sagen, ja, das ist eine Bank. Und das Kind wird sagen, ich verstehe das nicht. Warum ist das so groß? Was machen die Leute da die ganze Zeit? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja? Was ich damit sagen will, es gibt schon wieder so Worte, die wir dauernd verwenden, Strukturen, die wir dauernd verwenden und kaum mehr hinterfragen. Oder das Wort Pension, also gerade sehr beliebt in Österreich. Ich sage immer, das wird in der Wikipedia irgendwann einmal stehen, das ist die Übernachtungsmöglichkeit mit Frühstück. Das ist ja Pension. Alles andere wird nicht mehr stattfinden in meiner Zukunftswelt. Oder Zoom. Ich meine, dass Sie Zoom jetzt kennen, ist klar, weil Sie sind ja offensichtlich alle da. Aber vor 2 Jahren war das noch ganz anders. Da haben wenige Leute Zoom gekannt und die meisten haben an Objektive gedacht und fotografieren, die halt Zoomen kennen. Slack, wer kennt Slack? Vielleicht können Sie kurz im Chat aufzeigen, wer das Slack kennt, wäre ganz interessant. Und wer verwendet das? Ja? Also das sind alles Dinge, die eigentlich dramatisch jetzt sozusagen die Strukturen verändern. Und wir müssen sozusagen nicht nur die Inhalte jetzt uns anschauen, sondern wir müssen insbesondere die Strukturen anschauen. Kennst du das? Michelin ist länger. Ja, Vorsicht, Falle. Man glaubt nämlich, das ist diese optische Täuschungsgeschichte. Nein, es ist in dem Fall keine optische Täuschungsgeschichte. Was will ich mit dem? Ich will eigentlich euch alle in die Irre führen, sozusagen, einmal nachzudenken, welche Muster ihr automatisch abruft, ja, und ob die überhaupt richtig sind. Ja. Dasselbe mit dem Architekten und dem Park, nur als kleine gedankliche Übung. Könnt ihr auch gleich wieder jeweils in den Chat reinschreiben, wenn ihr wollt. Also nehmt einmal an, ihr seid jetzt Architekt. Ja? Ihr kriegt den Auftrag von einer Gemeinde, einen Park zu machen. Ja? Was ist das Erste, was ihr tut? Ganz schnell und rein in den Chat. Das wäre super. Und egal, was ihr jetzt da reinschreibt, ich prophezeie, dass die meisten sagen, ja, ich setze mich hin und mache mal einen Plan. Ja? Dann werden vielleicht ein paar sagen, ja, ich setze mich hin, denke nach und gehe mal auf die Leute zu, die vielleicht da irgendwie in den Park reinkommen könnten und befrage die einmal, was sie die gerne hätten. Das ist sozusagen diese User-Orientierung. Und dann gibt es aber noch was über drüber drauf, dass ich sage, eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, wie ich fragen soll da draußen, sondern ich mache einfach Wiese und schaue mal, wo die Leute trampeln und baue entlang dieser Wege, der getrampelten Wege, baue ich dann überhaupt sozusagen meine Wege, und wenn ich sehe, da kommen viele Leute, alte Leute vorbei, sage jetzt einmal so als Beispiel, und irgendwie suchen Schach, irgendwie Möglichkeit Schach zu spielen, und dann baue ich das Schach hin. Das heißt, dieses User-Centric, User-Journey-orientierte Verhalten, ja, das sind wir überhaupt gar nicht gewohnt. Ja? Und so geht es weiter. Ein paar so Beispiele. Wir sind gewohnt, zuerst die Struktur zu haben und dann den Inhalt. Ah, jetzt in der Diskussion, ja. Also zuerst muss ja die EU einmal die Rahmenbedingungen machen, dann können wir uns auf den Weg machen. Und ich halte es für falsch. Einfach falsch, weil es nicht nie passieren wird. Und eigentlich ist es eine super Ausrede, nichts zu tun. Ja. Also eigentlich sollte man anfangen, Inhalte zusammenzutragen und dann möglicherweise aus den Inhalten heraus Strukturen zu schaffen. Also zum Beispiel ganz konkret, wenn wir jetzt alle, die wir sozusagen zusammen sind, wenn wir alle zusammentragen, ja, was wir schon wissen, alle Links zu irgendwelchen Labels und Plattformen und so weiter und so fort, dann hätten wir schon einmal eine gute inhaltliche Übersicht. Ja? Und dann könnten wir vielleicht damit anfangen, Strukturen zu schaffen, die wir alle gemeinsam wieder brauchen könnten. Top-down, bottom-up. Also wir sind so gewohnt, top-down zu arbeiten und zu denken, dass wir bottom-up gar nicht mehr sehen. Diese Graswurzelbewegungen, die es früher auch schon gegeben hat. Ja? Und ich halte ein Plädoyer dafür, zu schauen, jede einzelne sich zu connecten, zu verbinden mit Leuten, die gleiches Mindset haben und dann versuchen, was zu erreichen. Push-Pull, Marketing-Thema. Ja? Also was ich noch immer sehe, wie viele Firmen, egal ob Business to Business oder Business to Consumer, pushen. Ja? Das ist sowas von ermüdend. Ja? Ich muss attraktiv sein, ich muss einen Wertbeitrag generieren, ich muss irgendwas auf dem Markt sozusagen positionieren, damit ich gezogen werde, damit die Leute sagen, hey, super, ich will mehr von dem. Ja? Und nicht immer pushen. Ja? Inside, out, outside, in denken. Auch so ein paar, wo wir glauben, dass wir andere Strukturen brauchen. Forecast. Ja? Jeder von uns hat schon Forecasts gemacht, bis zum Abwinken. Wer von euch hat schon einen Backcast gemacht? Sehr wenige, behaupte mal. Und der Backcast ist aber ganz, ganz toll. Das kommt sehr stark aus diesem Startup-Business heraus. Ja, du machst quasi, du stellst deine Zukunft vor, idealtypisch, wie du es gerne hättest, und arbeitest dann von der Zukunft quasi zurück und gehst dann die ersten Schritte in deine sozusagen visionierte Zukunft. Das nennt man Backcasting. Wird methodisch die ganze Zeit schon angewandt bei den Startups. Sehe nur sehr, sehr wenig im Corporate-Bereich.
Das heißt, was ich sagen will mit dieser kurzen Einführung, ist, wir haben unsere Vergangenheit, wir haben was gelernt, wir haben unsere Strukturen, wir haben unsere Patterns, ja, und wir versuchen aus dem heraus, aus dieser Vergangenheit heraus, die Zukunft zu gestalten. Ich merke das auch immer wieder, also ich bin da sehr hellhörig geworden über die Zeit, über unsere Wortwahl, ja, und über Sätze. Also man hört zum Beispiel oft, man muss die Weichen stellen. Ja. Man muss jetzt die Weichen stellen für die Zukunft. Das suggeriert, dass irgendwer anderer schon quasi ein anderes Gleis gelegt hat, wo schon eindeutig klar ist, wo das hingeht. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt kein anderes Gleis. Deswegen kann ich nicht die Weichen stellen. Ich kann nur versuchen, den jetzigen Weg zu verlassen und mich auf Neuland zu begeben. Das heißt, oder mit einer anderen Metapher, ich fliege weg, ja, und während das Flugzeug so im Steigflug befindlich ist, baue ich das Flugzeug noch um. Ja. Das heißt, diese Grundeinstellung, ja, im Hier und Jetzt zu sein, natürlich mit den Skills und den Erfahrungen der Vergangenheit, aber jetzt nicht extrapolierend, sozusagen in die Zukunft zu gehen, das ist etwas, was wir meines Erachtens alle lernen müssen. Weil diese Vorhersagen, ja, okay, Wetter funktioniert schon so halbwegs, ja, aber Aktien funktioniert nie. Budgetierungen in den Firmen in Wahrheit auch nie. Das ist eher eine Zeremonie mittlerweile, ja, die eigentlich sehr viel Substanz den Firmen kostet. Also ich glaube, dass wir da ganz andere Patterns brauchen. Ja. Sondern kommen die schwarzen Schwäne. Wer dieses Buch nicht kennt, ich kann es an jeden wärmstens empfehlen. Es ist aber sehr, sehr klar, nicht? Wenn man, glaube ich, einmal das verstanden hat, dann braucht man das ganze Buch lesen. Das Prinzip ist sehr, sehr, sehr einfach. Nicht? Wenn ich in einer Welt lebe, wo es nur weiße Schwäne gibt, dann sagt man Schwan dazu. Ja? Weißer Schwan wäre also ist nicht notwendig. Nicht? Lacht da jeder. Ja? Und auf einmal sieht man den ersten schwarzen Schwan, nämlich in Australien gibt es schwarze Schwäne und auf einmal, hups, da ist was aufgedacht, das wir noch nicht kannten. Ja? Das heißt, dieses auch offen sein für Neues, das müssen wir auch wieder erlernen. Und der schwarze Schwan jetzt in diesem Kontext heißt, dass da etwas passiert, was nicht vorhersehbar war. Ja? Kompletter Ausreißer. So wie jetzt auch die Pandemie, by the way. Ja? Das ist auch so ein schwarzer Schwan. Die Auswirkung ist wahnsinnig groß. Ja? Unvorstellbar groß, wie wir gerade am eigenen Leib auch teilweise auch spüren. Und die Erklärung, wenn es überhaupt eine gibt, die kann man nur im Nachhinein machen. Und die Erklärung, das ist auch schon ziemlich egal, ob das wirklich stimmt oder nicht, aber unser Hirn braucht sozusagen eine kausale Begründung, warum was entstanden ist, sonst gibt es ja kein Ruhe. Sonst können wir nicht schlafen. Wir müssen das irgendwie abhaken können. Und ob der eine macht das, der Verschwörungstheoretiker macht es halt über seine Verschwörungstheorie und hakt es ab. Nicht? Und die wissenschaftlich orientierten Leute, die brauchen ja wissenschaftlich erklären, um endlich so unsere Hirne diesbezüglich abschalten zu können. So, und dieser schwarze Schwan, den haben wir immer vor Augen, den haben wir immer da. Das heißt, diese ganzen Prognosen funktionieren nicht, die Pläne, die wir da anschmieden, funktionieren nicht, die Forecasts funktionieren. Und die Frage ist jetzt, was funktioniert denn dann? Und zu dem komme ich dann gleich. Aber das Wichtigste ist, aus meiner Einschätzung heraus, was ich immer wieder sehe in allen vielen, vielen Gesprächen, wir müssen natürlich umdenken. Ja? Das sagen wir auch schon seit Jahren. Ja? Aber das Umdenken heißt jetzt nicht, dass wir quasi eins fürs andere austauschen und sonst alles gleich lassen. Ja? Also den Briefverkehr durch E-Mail ersetzen, das E-Mail durch Chat ersetzen und alles andere gleich lassen, sondern es geht eigentlich, die Patterns dahinter aufzulösen. Das heißt, zuerst einmal zu verstehen und dann aufzulösen. Und ich nenne das Pattern Shift. Also wir müssen unsere Patterns komplett verschieben, ja, woanders hin, um dann quasi wieder neu denken zu können, neu befühlen zu können. Wenn wir das nicht machen, wird es uns auch nicht gelingen. Und ich möchte anschließen, was der Bernd vorher gesagt hat, ja, also es geht auch in Richtung Tun, sofort was machen. Ja. Also nicht nur dieses Umdenken, sondern tatsächlich das Umhandeln, wie ich es nenne. Ja. Wir müssen jetzt handeln, aber anders als vorher. Und das wäre wichtig. Okay, also wir starten. Also die Fragestellung in der Überschrift warten oder starten ist eigentlich ganz klar für mich. Wir müssen starten und starten in kleinen Schritten und das sofort. Das ist sozusagen die Message hier. Ich habe einen großen ersten Blog, der heißt Automation und Artificial Intelligence. Und da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich das für sehr, sehr wichtig empfinde. Ja. Also ich habe vor 20 Jahren, gefühlten 20 Jahren gesagt, der Einkauf ist tot, weil der operative Einkauf wird elektronisch passieren. Gut, das hat jetzt schon längere Zeit gedauert. Und der strategische Einkauf, da brauche ich ein paar wenige, die sich fachlich auskennen und die sitzen vielleicht gar nicht mal so sehr im Einkauf. Also richtiges Einkäufer-Bashing habe ich damals betrieben. Habe natürlich von allen Seiten den Rücken gekriegt, klarerweise. Aber so bin ich einmal, ja. Also im Sinne des Aufrüttelns. Und ich sehe das jetzt schon wieder. Ich sehe das jetzt schon wieder, dass man aufpassen muss, dass nicht Automatisierungstendenzen, die manche Firmen tatsächlich sinnvoll schon machen und Artificial Intelligence, so manche normale Arbeit, wie wir es vielleicht noch teilweise kennen, komplett obsolet machen. Ja. So, und die Ausgangssituation, da sind wir uns eh einig und das ist auch irgendwie klar, ist ja, dass alles digitalisiert werden kann. Ja.
unabhängig vom Typ der Information, egal was das ist, unabhängig, also nicht nur Information, die schon da ist, kann digitalisiert werden, sondern auch die Information neu gestaltet, neu produziert werden. Ja. Also zum Beispiel an der Musik. Ich beschäftige mich gerade mit Synthesizer, die einfach Musik erzeugen. Das sind physikalische Wellen sozusagen. Die klingen dann oder auch nicht. Auch nochmal zu verstehen, dass die Informationslogistik komplett anders zu laufen hat als die Materiallogistik, ist ein wichtiger Punkt. Ja. Also wenn ich mir noch immer anschaue, wie viel auch jetzt nicht nur Papier, sondern auch Begleitinformationen in digitaler Form die Materialien sozusagen begleiten, obwohl die eigentlich ganz woanders zentral stehen könnten, wo jeder Zugriffsberechtigung kriegen könnte. Also da haben wir noch sehr viel Aufholbedarf. Also das ist alles ist digital, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann kommt noch dazu, dass wir dauernd ansehen, das ist alles sehr schnelllebig geworden, ist ganz klar. Wir haben auch kaum eine Zeit sozusagen zu antworten oder zu überlegen. Es wird auch die Erwartungshaltung immer höher. Deswegen ist ganz wichtig, dass man auch sich wieder besinnt und sagt, okay, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten und wo sind eigentlich meine Stärken als Mensch? Weil wenn ich quasi versuche, in dieser Schnelligkeit als Mensch mit allen Dingen mitzutun, ja, dann werde ich irgendwann einmal scheitern, behaupte ich. Ja. Ich muss also anfangen, über Strukturen nachzudenken, wo ich mich selbst wegrationalisieren kann, weil es die Maschinen und die Systeme besser machen. So, und jetzt fangen wir an, alles zu verbinden. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Also ich spreche jetzt sehr stark an das Internet of Things als Thema. Also wir haben jetzt überall Sensoren, Aktoren da draußen, alles wird gemessen, die Daten werden zusammengetragen, ausgewertet und so weiter. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen Gefahr, das sehe ich auch immer, aber ich bin notorischer Optimist, also ich sehe immer die Chancen, ich sehe immer, was man alles dazu positiv machen könnte. Ja. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen hergehen mit Internet der Dinge und den Netzwerken, auch mit den Leuten, ich kann virtuell, das Wort ist schon ein bisschen komisch eigentlich mittlerweile, was ist schon virtuell, was ist real, verschwimmt ja mittlerweile alles. Aber ich kann jetzt dann mit diesen Dingen ganz, ganz großartige Sachen machen, also diese Sharing Economy. Also ich glaube, dass dann noch viel mehr geteilt werden kann. Und ich weiß schon, dass das Teilen ganz schwierig ist, weil man glaubt, sozusagen etwas herzugeben, wo man vielleicht auch Geld verlangen kann, aber es ist ganz wichtig, ja, Dinge zu teilen, weil es easy ist im Netzwerk, weil man von der anderen Seite wieder geteilte Dinge zurückkriegt. Ja. Und in Summe haben wir dann mehr davon. Das ist sozusagen auch wie in der Kreislaufwirtschaft, die Bernd vorher gesagt, ganz, ganz wichtig. Ja. Und das Thema Crowd-Everything, das fasziniert mich. Also ich habe dieses Thema schon seit Jahren am Radar und mittlerweile kannst du ja alles oder fast alles über die Crowd kriegen. Ja. Vielleicht sehr spannend, Crowdsourcing. Ja. Einmal nachdenken als Einkäufer, ob ich nicht tatsächlich mit Hilfe der Crowd sourcen kann oder lernen kann oder auch investieren kann. Ja. Also Dinge, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, nein, das ist unmöglich, das muss die Firma selbst machen oder nein, da müssen wir einen Projektantrag stellen und das Management muss das freigeben. Vielleicht geht das leichter, als ihr jetzt alle glaubt oder wir alle glauben, vielleicht geht das einfach, indem wir es probieren, einfach tun. Was ich auch sehe, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese neue Transparenz. Ich weiß schon, in vielen Fällen funktioniert es nicht. Also wenn jetzt SMS als geheim erklärt werden oder Berichte ausgeschwärzt werden, ich weiß schon. Aber tendenziell im Business, ja, sehe ich schon, dass die Transparenz ganz, ganz wichtig ist. Je transparenter man ist, man muss ja jetzt keine Firmengeheimnisse verraten, aber im Sinne von, welche Dinge sind da in meinen Produkten? Wie wird das verpackt übrigens? Ja, also alle diese Dinge kann man mittlerweile auch technisch abbilden. Stichwort Blockchain. Also ich kann euch nur irgendwie mit auf den Weg geben, beschäftigt euch mit der Blockchain. Also nicht im Kontext von Kryptowährungen, das ist auch ein Gebiet, aber im Sinne von sozusagen fälschungssicher tracken und tracen von allen Dingen, die da vorkommen. Es gibt immer mehr Blockchain-Projekte. Ja. Wäre sozusagen auch eine Idee, wo man anfangen kann. So, meine These ist, dass in der Automatisierung dramatisch viel passieren wird. Ja. Es ist eh schon einiges unterwegs, aber das wird noch beschleunigt. Das heißt, alle Routineaufgaben, egal was es ist, die werden automatisiert. Da mache ich mir überhaupt nichts vor. Ja. Es ist auch monoton. Also ich erwarte sogar, dass das bis zu einem gewissen Punkt geht, wo dann die Roboter sich aufregen werden, dass sozusagen Jobsharing brauchen, weil es so fad ist, immer dieselben Schrauben anzuziehen. Ja. Also auch Roboter, die werden vielleicht sogar Robotergewerkschaften gründen oder ich weiß nicht, wie das gehen wird. Aber sozusagen diese Monotonie, ja, die Monotonie machen Systeme viel, viel besser als Menschen. Aber damit nicht genug. Das geht ja noch eins weiter. Alle zu komplexen Aufgaben, ja, übernehmen Systeme. Und dann sind wir eigentlich beim Artificial Intelligence angelangt. Ja. Und das soll man nicht unterschätzen. Ja. Die Artificial Intelligence, so wie sie sich momentan darstellt, ist natürlich sehr spezifisch. Ja. Also es gibt nicht die Artificial Intelligence, die quasi alles
alles besser kann als die Menschheit, weil da, also da, das ist eher ein philosophisches Thema, aber punktuell, ja, sozusagen, wenn ich alle Röntgenbilder von Krebserkrankungen auf der Lunge habe, ja, dann kann ich quasi mit Pattern Recognition und Quervergleichen und allen Datenbanken, die ich habe, so bessere Prognosen stellen bei einem neuen Bild, als ein Arzt, der das vielleicht zufällig zweimal im Jahr zu Gesicht kriegt. Das ist eigentlich irgendwie ganz, ganz logisch. Und das ist deswegen so wichtig zu verstehen, weil wir quasi als Menschheit uns neue Aufgaben suchen werden müssen. Zu dem komme ich noch ein bisschen später. Also das wären so ein paar Stichworte, ich weiß schon, das sind alles Buzzwords. Aber es ist trotzdem aus meiner Sicht wichtig, sich mit diesen Dingen auch inhaltlich auseinanderzusetzen und gleich morgen einmal in der Früh sich irgendwann einen Beitrag auf Medium anzuschauen oder TED-Vortrag anzuwachen oder was auch immer, um da ein bisschen fitter zu werden zu diesen Gebieten. Also die Call for Action, so wie, wenn jemand das erlauben darf überhaupt, euch zu sagen, was ich mir wünsche, was ihr tun könntet oder solltet, wirklich zu fragen, was muss ich lernen? Also ich stelle mir diese Frage so oft, was muss ich lernen? Ja, ich könnte sagen, ja, ich habe irgendwann mal einen Beruf gelernt und das war's. Ja. Aber eigentlich ist Lernen was ganz, ganz Tolles. Ja. Neue Dinge anschauen, neue Dinge zu verstehen versuchen. Dann im Beruf, was kann ich automatisieren? Das mache ich auch. Ja. Also weil ich sehr viele Routinetätigkeiten habe, was kann ich automatisieren, damit ich wieder Zeit habe für ganz was Neues, für Kreativität, für andere Dinge. Und ganz konkret Artificial Intelligence, wo kann man das unterstützen? Also ich habe zum Beispiel was im Einsatz, das habe ich noch nicht entdeckt, weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt, um meine Terminabsprachen zu automatisieren. Ja. Es ist so nervig, quasi einen Termin zu finden zwischen zwei Leuten, und jetzt macht das quasi eine Software im Hintergrund, die mit Artificial Intelligence arbeitet. Passt. Und ich glaube auch, dass man überlegen muss, jeder und jede Einzelne, wo man sich engagieren will. Also so wirklich mit Engagement. Also nicht so irgendwie, ja, machen wir halt irgendwie, sondern, boah, da ist mein Herzblut drin. Das will ich jetzt erreichen. Da ist meine Energie drin. Ja, das gehe ich jetzt an. Und was muss ich verändern dazu? Und nur einmal so, wie es der Bernd auch gesagt hat, nicht die riesengroße Geschichte, sondern die kleinen Schritte, die viele von uns machen, die auf die kurz haben. Also das ist sozusagen diese Abrundung zum Thema Artificial Intelligence und Automation, wo ich glaube, dass gerade im Einkauf im weitesten Sinn sehr, sehr viel Verantwortung auch drinnen liegt und sehr, sehr viel Potenzial drinnen liegt. Und wenn der Einkäufer das und die Einkäuferin das nicht startet, dann machen es andere. Ja. Also ich glaube, dass wir gut beraten, sich selbst auf den Weg zu machen. Ja, zum Thema Verantwortung komme ich gleich zum nächsten Kapitel, nämlich das Thema Sourcing und Verantwortung. Und ich habe mir ganz genau überlegt, wie viel da reinpacken soll in das Kapitel. Und ich habe mir gedacht, ich mache nicht recht viel, weil der Bernd ja sehr, sehr viel schon über Sustainability und die Gedanken der Kreislaufwirtschaft gesagt hat. Und das ist lustig, weil wir haben das quasi gar nicht abgesprochen. Ne? Weil ich wurde gefragt, 3 Bullet Points zu sagen, was ich in meinen Vortrag bringen will. Und ich habe mir gedacht, das ist das Thema. Und super, Bernd, dass sich das jetzt total überschneidet, sozusagen positiv überschneidet, dass du das auch so siehst. Das ist wirklich großartig. Das finde ich super, ne? Weil damit sind wir schon 2, ne? Sozusagen. Nämlich aus meiner Einschätzung heraus durchaus so unterschiedlichen Welten kommen, ne? Weil ich komme sehr stark aus der IT-Welt und aus der Startup-Welt und dann Silicon Valley jetzt sehr stark. Du hast einen ganz anderen Background mit deiner Firma und so. Also ich glaube, dass da sehr viele Synergien allein dadurch, dass wir da in dem gemeinsamen Raum sind, schon entstehen könnte, ja, wie man will. So, das Thema Sourcing. Hier haben wir die United Nations Sustainable Development Goals herausgepickt, diese 17 an der Zahl. Und es wird eine ganz einfache Übung für jeden von euch, zu sagen, hey, ich schaue mir das mal ein bisschen näher an, ja, und dann entscheide ich mich für was, wo ich sage, hey, da möchte ich einen Beitrag leisten, mit meinem Engagement in meiner Firma. Dass wir nicht alle Probleme lösen können, das ist schon klar, aber ich kann gewisse Dinge herausgreifen. Ja. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ich schaue, dass in meiner ganzen Supply Network keine Kinderarbeit vorkommt. Ja. Es ist eh hart genug. Ja. Aber das wäre zum Beispiel eine konkrete Maßnahme. Und dann kann ich schon mir auf den Weg machen, das zu schauen. Das heißt, ich glaube, dass zu dem Thema Nachhaltigkeit, ja, und diesem Transparenz natürlich auch wieder dieses Netzwerkthema kommt. Ja, das ist miteinander gemeinsame Sache machen. Und ich halte ein Plädoyer für einen neuen Humanismus. Ja. Also wenn man genau schaut, wir bauen ja dauernd Systeme, wo man den Eindruck gewinnt, alles passt, nur der Mensch passt nicht rein. Ich habe übrigens einmal, das könnt ihr wieder ausgraben, einmal so ein Bild gehabt, nicht? So ein Mandel in der Mitte von einer Folie, wo drunter gestanden ist, ganz groß, dieser Mensch steht im Mittelpunkt, nicht? Und dann kleingedruckt ist gestanden, ja, und dort ist er im Weg. Nicht? Also wir bauen da ein System, wo der Mensch nicht mehr vorkommen darf. Und ich glaube, dass wir genau das herauskehren müssen, weil die ganzen Routinegeschichten machen die Systeme. Ja? Wenn es heute schon gelingt, ja,
dass Systeme, Artificial Intelligence Systeme, Aufnahmeprüfung bei japanischen Universitäten schaffen, ja, das passiert jetzt schon, dann braucht man quasi da nicht mehr weiter tun. Da müssen wir ganz andere Dinge tun als Menschen. Ja, zu dem Punkt noch mit der Aufnahmeprüfung, ne, dass die sozusagen Mathematik besser können, die Systeme, spricht für sich, das ist logisch, aber die können auch Aufsätze schreiben. Und wie machen es diese Aufsätze? Naja, die Grammatik kann man auch sozusagen formal hinterlegen, das passt. Und dann machen diese Systeme nichts anderes, als wir Menschen auch machen mit einem Thema. Wir googeln, wir tragen Dinge zusammen, wir zitieren, wir bauen Sätze. Nur machen die das rasend schnell mit viel, viel mehr Material. Ne? Das heißt, die Qualität mit Artificial Intelligence Aufsätze zu schreiben, ist ungleich besser als das von Menschen, nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Das heißt, wir müssen quasi in den humanistischen Gedanken, ja, noch mehr Verantwortung hineinlegen. Und das heißt auch sehr viel in Richtung, wie wir uns bewegen als Mensch in unserem Environment, in unserer Family, mit unseren Freunden, Bekannten, in der Firma, mit unseren Teams, wie wir den anderen Menschen als Menschen wahrnehmen und auch als Menschen quasi auf gleicher Augenhöhe begegnen. Und das ist meines Erachtens ein absolutes Zukunftsthema. Das muss meines Erachtens in die Richtung noch weiter getrieben werden, weil alles andere führt meines Erachtens sehr stark in Richtung Chaos und in Sadomaso-Maschinerien. Also das wäre zumindest nicht mein Ansatz. Okay. Ja, auch hier hätte ich ein Call for Action. Also wirklich mal zu schauen, wie ist denn das Supply Network, das wir alle da haben in unseren Firmen, wie nachhaltig ist denn das überhaupt? So rein einmal vom Bauchgefühl her. Weil ich bilde mir schon ein, dass wir eigentlich sehr genau wissen, ups, da ist nicht alles koscher oder das könnte irgendwie nicht so gut sein, aber wir ändern vielleicht noch nichts. Ich habe da so ein einfaches Beispiel, dass es eben nicht egal ist, ja, einfach nur zu sagen, ja, da ist nur mein Lieferant sozusagen zuständig und was der mit seinen Lieferanten wieder macht, das geht mir nichts an. Sondern ich glaube, dass es erstens nicht nur eine Chain ist, sondern wirklich ein Netzwerk. Ja, und ich glaube, dass jeder sich für alles quasi mit engagieren muss. Ich habe da so ein Beispiel von Bettenreiter, das ist eine Firma, die macht also irgendwie Tuchhänden und Polstern und solche Dinge. Und die beziehen Daunen für ihre Produkte. Und die Daunen kamen von Gänsen, die malträtiert worden sind. Ja. Das heißt, über zwei Schritte hinweg haben dann irgendwelche Tierschützer aufgeschrien. Und dann ist die Frage, was mache ich dann als Bettenreiter? Die haben das gut gemacht, haben gesagt, okay, super, danke, liebe Community, wir haben das gar nicht gewusst. Und haben sofort diesen Lieferanten sozusagen aus dem Sortiment gestrichen. Ja. Das heißt, dieses Engagement über mehrere Hops hinweg im Netzwerk Verantwortung zu übernehmen, ja, das glaube ich, das brauchen wir. So, und wirklich einmal das Wissen zusammenzutragen. Was machen die Materialien, die Inhalte, aber auch die Verpackungen? Ich bin jetzt gerade dabei mit einer Gruppe in der Schweiz, einfach so ein Projekt, Guidelines zusammenzustellen und dann wird es eine Ausschreibung geben und möglichst auch gut dotiert, finanziert werden und hoffentlich werden sich viele Startups bewerben, weil ich persönlich glaube auch, dass die Innovation eigentlich sehr stark von den kleinen Firmen kommt, aber eben auch von den Startups kommt, also von engagierten Leuten, von kleinen Teams, die sagen so, und wir setzen uns jetzt hin und versuchen quasi eine neue Firma auf die Beine zu bringen. Also das Thema der Verpackung ist ein ganz, ganz spannendes. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß zum Beispiel noch immer nicht, was ist gescheiter, die Milch in einen Tetrapack oder die Milch in ein Glas zu kaufen. Sagt man keiner so wirklich. Ja. Okay, also da wirklich Call for Action, mal wirklich einmal top-down zu schauen oder dann bottom-up mit an, sozusagen weiterzugehen und konkret zu werden und zusammenzutragen, ob wir überhaupt eine Chance haben zu wissen, was wir da an Produkten und Materialien quasi in unserem Supply-Network wirklich haben. Und auch wieder da die Frage, was muss ich ändern? Ja, also es ist nicht so, dass alle immer nur abhängig sind von anderen Lieferanten. Da gibt es durchaus auch mehrere Optionen, wie es die Steuern gestalten kann. So, und die Steuern und Gestalten ist jetzt auch wieder so eine Sache. Ja. Jetzt kommen wir zu meinem dritten Hauptpunkt, den ich bringen möchte. Und ich sehe das schon seit, jetzt klinge ich ein bisschen altklug, entschuldige mich dafür, ja, aber ich sehe das schon seit Jahren. Ich sehe das seit Jahren, dass die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, dramatisch verbessert gehört. Ja. Und zwar deswegen, weil ich irgendwie früh erkannt habe oder glaubt habe zu erkennen, dass die Leute nicht kooperieren wollen. Kooperation wird immer als Zeichen der Schwäche angesehen. Ja? Zumindest hier in der westlichen Welt, so nach dem Motto, was, das kannst du nicht, da brauchst du einen anderen dazu.
Und ich glaube aber, dass Kooperation eines der wichtigsten Dinge ist. Ja? Also möglichst schnell herauszufinden, erstens, was ich selber besser kann oder wo mein Unique Value ist, und gleichzeitig herauszufinden, andere auf der Welt sozusagen, was die besser können, sodass es einen Sinn macht, ein Team zu formen und mit diesem Team quasi Probleme, Aufgaben zu bewältigen, neue Dinge zu schaffen, die einen Wertbeitrag leisten. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge geworden. Ja, und jetzt stellen wir fest, das hat tatsächlich das C-Wort, die Covid-Krise ausgelöst, dass viele Leute von sich sagen müssen, ich war noch niemals im New Work. Ja, ich habe noch nie anders gearbeitet, als immer in der Früh in die Firma zu starren und auf die Nacht wieder zurückzustarren. Ich kann euch nur sagen, ich habe, weiß nicht, wann das war, ich schätze mal, vor 15 Jahren bin ich aus diesem Trott ausgestiegen. Und man braucht da Zeit. Man braucht selber eine Zeit, bis man begreift, was das überhaupt bedeutet. Ja. Dass man sich traut, an einem Mittwochvormittag einmal nichts zu tun, weil man sagt, hey, das habe ich mir jetzt verdient. Ja, und nicht irgendwie Gewissensbisse kriegt, weil man das Gefühl hat, buh, Mittwochvormittag, da sind ja alle Leute, anderen Leute in der Arbeit. Ja. Und es dauert auch eine Zeit, bis man herausfindet, auf welchen Orten, zu welchen Zeiten man für gewisse Tätigkeiten am produktivsten ist. Ja. Und was auch Freude und Spaß bereitet. Das kommt nicht einfach so schnippisch, schaltet es um. Ja. Das heißt, diese neue Arbeit oder dieses Überlegen, wie man neu arbeitet, das ist natürlich eingebettet in unsere Firmen, was die Firmen machen. Und jetzt kommt aus meiner Sicht ganz was Entscheidendes, das ist dieser Wertbeitrag, dieser Value. Also ich behaupte, dass alle Firmen, egal, ja, alle Firmen, die keinen Wertbeitrag leisten im Sinne des Supply Networks, verschwinden vom Markt. So, jetzt kann ich natürlich diskutieren und sagen, naja, aber da gibt es Gesetze und die schützen das noch und da gibt es Lobbyingarbeit, damit das so bleibt, wie es ist. Ja, aber irgendwann brechen diese Dinge irgendwann tatsächlich auf. Und dann ist die Frage, ja, ob ich das noch retten kann. So, und jetzt denkt man natürlich an Firmen, die es schon länger nicht mehr gibt, also Kodak und Nokia als Beispiel, also im Sinne von Nokia, im Sinne von Smartphones. Ich meine, Nokia gibt es natürlich jetzt noch immer im Sinne von 5G zum Beispiel. Aber Kodak war ja die Firma analogen Fotografiebereich. Fragen Sie mal die jungen Leute in der Next Generation, die kennen das gar nicht mehr. Die kennen auch die analoge Fotografie gar nicht mehr. Ja, das ist sozusagen komplett weg. Ja, das wissen wir schon. Aber ich behaupte zum Beispiel auch in der Mitte nur als Beispiel die Supermärkte. Wir sind jetzt so gewohnt, dass es Supermärkte gibt. Ich behaupte, das ist ein Auslaufmodell. Und zwar deswegen, weil die Nicht-Lebensmittelsachen, ja, also das Waschpulver, wenn das Waschpulver der Amazon in einen Tag bringt und ich bei den herkömmlichen Supermärkten eine Woche warten muss, in Wien ist es möglicherweise anders, in der Peripherie ist es dramatisch schlecht, da muss ich warten, Wochen warten, da wird der Amazon gewinnen. Und das Waschmittel ist ja dasselbe. Ja? Das heißt, es geht eigentlich nur um die Logistik. Es geht einerseits um die Produktion und dann geht es um die Logistik. Und in der Logistik geht es um die letzte Meile. Und wer die letzte Meile in der Hand hat, ja, und dort kommen die Robots und dann kommen die Drohnen, 100 Pro. Aber wenn wir das zu verhindern wissen, noch sehr lange, aber das kommt, ja, dann werden die gewinnen. Ja? Also deswegen ein Waschmittel brauche ich nicht mehr in den Supermarkt fahren. Und ich weiß nicht, vielleicht rede ich dazu sehr aus meiner Sicht jetzt heraus, ist mir schon klar, aber ich habe kein Shopping-Erlebnis, wenn ich Waschmittel einkaufe im Supermarkt. Und ich brauche auch keine Sozialkontakte, damit ich zufällig bei der Waschmittelabteilung mit dem Wagen mit jemandem zum Reden anfange. Das ist nicht meine Art, wie ich glaube, dass ich soziale Kontakte brauche. So, jetzt sind wir beim Food-Bereich. Und der Food-Bereich, wir machen das jetzt zum Beispiel persönlich ganz bewusst. Ja, das haben wir früher anders gesehen. Wir sehen das tatsächlich anders, dass wir die Bauern der Umgebung unterstützen. Hey, das ist doch cool. Ja, ab Hofverkauf. Ja, dann ist quasi die Marge weg. Dann sind die riesengroßen Logistikdinge weg. Ja, dann sind die riesengroßen Schlachthöfe weg, wenn ich Fleisch tatsächlich brauche und so weiter und so fort. Also da gibt es viele, viele Dinge. Und vielleicht sollte man da mal nachdenken, wo der Value Add da überall steckt. Ja. Der Value Add wird eigentlich zunichte gemacht durch Masse, durch Ruinieren von sozusagen Umwelt. Das heißt, ich glaube, dass der Supermarkt Auslaufmodell ist. So, und jetzt könnte man über alle anderen Dinge auch noch reden, will ich gar nicht. Aber nur einmal dieses Stichwort nachzudenken, was heißen diese bestehenden Strukturen und wir sind uns so sicher, dass das jetzt so ein Nonplusultra ist und ich sage nein. Als Beispiel: Supermarkt ist out, Bank ist out. Ja, da gibt es viele, viele Dinge, die wir nicht mehr brauchen und auch nicht mehr in dieser Form brauchen. So, und jetzt gehe ich wieder zurück quasi von der Firmensicht und was die Firma macht. Ich weiß ja nicht, wo ihr überall quasi im Einkauf seid, in welchen Firmen. Jetzt gehe ich einen Schritt zurück zu euch, nicht? Als Person. Jetzt ist die Frage, was macht sie überhaupt den ganzen Tag, nicht? Und alle Leute, die keinen Wertbeitrag leisten, verschwinden auch. Alle Berufe.
sozusagen, verschwinden auch. Und jetzt greife ich was anderes hervor. Der Notar. Wir sind so gewohnt, dass es einen Notar gibt, ne, der uns vorliest etwas, was wir hoffentlich eh verstanden haben, weil sonst würde ich ja gar nicht unterschreiben. Aber wenn ich jetzt wieder an die Blockchain denke, ja, an technologische Lösungen, dann gibt es sowas wie Smart Contracts. Das heißt, die braucht den Notar nicht mehr. Dass das rechtlich jetzt momentan noch so ist, ist ein anderes Thema, aber es ist eh nicht auf der ganzen Welt so, by the way. Aber ich sehe so dann ganze Berufsstände verschwinden. So wie der Buchdruck schon lange nicht mehr da ist, wird es auch vielleicht irgendwo in naher Zukunft den Notar nicht mehr geben. Das heißt, es ist auch wichtig zu wissen für euch selber, im Sinne des Einkäufers, welche Art von Einkauf braucht es denn dann überhaupt noch und in welcher Firma bin ich denn unterwegs? Ja? Mein Lieblingsbeispiel einer Firma ist übrigens auch die Firma, die die Innenrückspiegel von Autos herstellt. Sehr erfolgreich, also ich weiß nicht, in jedem dritten oder vierten Auto weltweit ist dieser Innenrückspiegel. Das Blöde ist nur, dass in selbstfahrenden Autos niemand mehr einen Rückspiegel braucht, innen, niemand. Weil das Auto hat Sensorik da draußen. Ja. Das heißt, auch selbst wenn du ein super Einkäufer bist in der Firma, die ganze Firma wird es bald nicht mehr in der Form geben, weil man sie gar nicht braucht. Ja. Also das heißt, da sind wir alle gefordert, diesen Value-Add für neue ökonomische Ausrichtungen tatsächlich zu sehen. So, und jetzt kommt natürlich dazu, was ich zuerst schon ein paar Mal gesagt habe, in einem Kontext. Ja. Ich kann nichts mehr planen und vorhersagen und prognostizieren, ja, sondern ich muss andere Patterns haben, weil alle diese Dinge funktionieren nicht. Ja. Relationship Management als Beispiel, Customer Relationship Management. Ich habe das schon früher verteufelt, ja. Weil Beziehungen man nicht managen kann. Wenn Sie daheim mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin eine Beziehung haben, dann haben Sie die Beziehung, dann leben Sie diese Beziehung. Aber Sie werden sie sicher nicht managen, oder? Sie werden nicht sagen, so, jetzt muss ich überlegen, welche Maßnahmen ich treffe, damit ich meine Beziehung managen kann. Ja, hallo, also wenn Sie so anfangen, dann haben Sie eh wahrscheinlich gar keine Beziehung mehr. Also ich glaube, dass diese Dinge alle weggewischt werden müssen, damit man mal wieder sieht, sozusagen die neuen Patterns, die wir brauchen. Und eins dieser Patterns ist tatsächlich das Makertum, also Dinge zu tun. Man sieht es sehr schön, also jetzt sage ich wieder Next Generation im großen Stil. Man sieht es aber, oder hat es immer schon gesehen bei Babys. Ne? Die Babys wollen die Welt erkunden. Ja, würden sie das nicht wollen, voller Neugierde, dann würde jedes Baby einfach liegen bleiben und nie zum Krabbeln anfangen. Ja. So, und sie probieren es. Und sie probieren es immer wieder, aufzustehen, wie auch immer. Ja, und man unterstützt sie und dann schreien sie und dann hilft man ihnen und so weiter, bis sie es endlich können. Und genau dieser Ansatz, etwas zu probieren, noch einmal zu probieren, aus den Fehlern zu lernen, ja, fremde Hilfe zu akzeptieren. Genau das ist das Makertum. Ja. Das heißt, wenn du was Neues machst, du musst jetzt nicht 2 Jahre lang studieren und irgendwie Kurse belegen und dann machst du dich auf den Weg, sondern nein, du fängst sofort an, mit Dingen zu tun und wenn du nicht weiter weißt, hilft die Community. Also Stichwort wieder Crowd Everything, ja, oder Crowd Everything, Crowdsourcing. Es ist immer irgendwer wach auf der Welt. Es ist immer irgendwer bereit, sein Wissen zu teilen oder seine Erfahrung zu teilen. Das funktioniert. Also die Maker, ganz, ganz eine wichtige, aus meiner Sicht, ganz eine wichtige Geschichte. So, und was jetzt auch passiert ist, es ist alles gleichzeitig. Ja. Also mich stört das überhaupt nicht. Ich finde das sogar spannend. Das ist wie Surfen oder Segeln. Ja. Wenn ihr natürlich Wasser als Nichtschwimmer im Meer ohne Schwimmunterstützung erlebe, ist das was anderes, ist mir vollkommen klar. Aber so, sozusagen, alles gleichzeitig, das ist klasse. Ja. Ich kann ja nicht mehr unterscheiden, ist es Arbeit oder ist es Freizeit? Diese Unterscheidung gibt es bei mir gar nicht mehr. Ja. Es ist einfach Engagement. Ja. Und für manche Engagements kriege ich bezahlt, für andere kriege ich weniger bezahlt oder nichts bezahlt oder ich werde bezahlt in anderen Einheiten, wie auch immer. Und alles ist gleichzeitig. Ich lerne wieder eine neue Methode kennen, ja. Dann lerne ich ein Tool zu dieser Methode kennen, einen neuen Arbeitsschritt, wie auch immer, alles ist gleichzeitig. Ja, und das nervt aber und stresst nicht, wenn man quasi das richtige Pattern hat. Das ist meine Meinung. Ja, da können wir jetzt ein bisschen schneller drüber fliegen, aber es gibt Organisationen, die sind so stolz auf Vergangenheit. Ja, das zählt überhaupt nicht aus meiner Sicht. Ja, wenn eine Firma behauptet, schon 200 Jahre am Markt zu sein, ja, also dann kann man auch hoffen, dass sie nicht verstaubt ist. Das ist eigentlich alles. Ja. Das heißt, was ich auch sehe, ist, dass Organisationen ganz anders ausschauen werden. Das sieht man natürlich nur ein bisschen im Untergrund momentan, es ist noch nicht Mainstream, aber die Frage ist tatsächlich, brauche ich so große Firmen mit großen Brands, die versuchen alles zu capturen, ja, die dann wie das große Titanics und große Tanker da auf den Weltmeeren unterwegs sind und uns überhaupt nicht mehr verändern können? Nein, das brauche ich nicht. Ja, also ich glaube auch, dass wir in den Bilanzsystemen was verändern müssen, als Beispiel, ja, dass auch Menschen dann einen Wert haben und nicht nur Kostenfaktor. Weil dann würde man nämlich nicht die Menschen aussehen, sondern vielleicht möglicherweise mal Maschinen aussehen, wenn man sagt, wir brauchen eigentlich das Know-how und die Kreativität der Menschen.
Die Businessprozesse, ja, langes Thema, überall in allen Firmen, ja, rauf und runter. Die Businessprozesse werden mit Artificial Intelligence unterstützt, sich dynamisch verändern, on demand. Ja. Und die Organisationsstruktur wird mehr in Richtung lebende Systeme sein, also mit Agilität und Resilienz und all diesen Dingen, als jetzt, was ich jetzt erlebe, ja, irgendwelche Hochhäuser, die gebaut sind mit irgendwelchen faden Büros, wo zwei Leute sich gegenüber sitzen, die sich eigentlich nichts zu sagen haben, mit grauen Interieur und dann wird das Arbeit genannt. Ja. Das sind Legebatterien für Brainworker. Ja. Also wir wollen sehen schon, dass da jetzt schon längst irgendwie Amnesty International kommt und das kritisiert. Das heißt, was Organisationen brauchen, und da kann man natürlich jetzt auch mitwirken, jede einzelne kann auch mitwirken, ist eigentlich ein tiefes Verständnis von der Kultur. Also der Unternehmenskultur, der Kultur der Menschen, woher sie kommen, was sie bedrückt, was sie für Hoffnungen haben, was sie für Erwartungen haben, ja. Welches Verhalten sozusagen die Organisation an den Tag legt. Ja. Also ich glaube, dass man mittlerweile sehr, sehr schön merkt, wenn Firmen lügen. Ne? Da kannst du noch so tolle Marketing- und PR-Kampagnen und Hochglanzprospekte haben und geschliffen im Fernsehen auftreten und reden. Man spürt das mittlerweile. Ja. Und es ist auch wichtig, dieses Mindset zu verstehen, ja, als Organisation. Welches Mindset, also welche Grundwerte haben wir in unserer Firma? Ja, und das geht mir bei vielen Firmen total ab. Das ist eins der ersten Dinge, die wir versuchen im Startup-Bereich, ja, nachzudenken, was sind unsere Werte, ja, das zu diskutieren. Das klingt irgendwie sehr weich oder es klingt irgendwie so nach dem Motto, boah, aber das gehört ja nicht zum Produkt. Und ich behaupte aber, nein, im Gegenteil, das gehört quasi zu meinem Gesamtprodukt. Ja. Muss ich diese inneren Werte der Leute, die auf Firma starten, muss ich definitiv reinbringen. Ja. Wenn das nicht da ist, dann wird das Produkt dann nichts oder das Service. So, und was die Leute betrifft und jeden Einzelnen von uns betrifft, wir müssen uns eigentlich selbst einmal verstehen lernen, welche Werte ich überhaupt habe. Ja. Also diesen Spiegel sich selbst in der Früh sozusagen vorzuhalten und zu checken, wie ticke ich denn überhaupt, ja, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, was will ich haben für die Zukunft, auch für meine Kinder möglicherweise, ja, wie verhalte ich mich, welches Mindset habe ich, und das dann aber auch umzusetzen, das zu akzeptieren und zu verändern und dann auch umzusetzen, das sind die Herausforderungen, die jeder hat. Und ich sage einmal, das ist ja immer während der Geschichte, also nicht jeden Morgen, aber immer wieder, wiederkehrend. Und das ist lustvoll, das ist schön, das ist toll. Also wie soll ich sagen, ich habe keine Angst, ich bin angstfrei, aber ich sage mal, ich habe keine Angst vor Leuten, die dauernd Veränderungen wollen oder die ein bisschen crazy sind. Ich habe eigentlich Angst vor den ach so vielen banalen, immer nach demselben Schema arbeitenden Menschen. Weil da kommt meistens nichts kurz raus, behaupte ich, ganz frech. Ja, was ich jetzt vielleicht für euch habe, ihr kriegt ja dann nachher die Folien und hinter diesem blauen Ding ist ein Link versteckt. Also wo man, wenn ihr mitspielen wollt, ja, das Ganze natürlich freiwillig, dahinter ist ein Ordner und es gibt da die Idee, einfach einmal den Bildschirm, den Homescreen des Smartphones zu vergleichen. Ja. Also es sagt schon sehr viel aus, wie sie tickt, ja, und was ich wichtig finde, und wenn man sich anschaut, was auf einem Smartphone auf der ersten Seite drauf ist. Und wer Lust hat, das zu teilen, der soll das bitte einfach machen. Ja. Also irgendwann einmal, wenn das freigeschalten ist, einmal wieder die Webseiten besuchen und dann den Link sich holen, Screenshot vom Smartphone zu machen und das Foto raufzuladen. Ja. Und wenn wir Lust haben, können wir dann schauen, was wir quasi für erste Screens haben. Ich glaube, das ist ja wichtig, ja, weil je nachdem, was ich jetzt bewegen will im Markt, ja, ich kenne zum Beispiel sehr viele Leute, die Innovationen in den Firmen voranbringen wollen und die probieren aber nichts selber aus. Die haben quasi ein altes Nokia-Handy als Beispiel. Ja. Also du musst die beschäftigen. Du kannst dann sagen, hey, die App ist nicht gut oder das Verhalten des Smartphones, das will ich nicht, aber du musst die beschäftigen. Ja. Du kannst dann nicht sagen, Twitter oder Social Media ist nicht gut, wenn du selber nicht getwittert hast, ja, wenn du nicht gespürt hast und verstanden hast, um was da eigentlich geht. Ja. Und in diese Richtung würde ich auch einladen, einfach einmal zu tun und nicht lang nachzudenken, was kann da passieren und soll ich das nicht. Also auch einmal zu sagen, okay, ist vielleicht eine lustige Geschichte, mache ich mit. Ja, bin gespannt, ob mir das gelingt, dass ein paar vielleicht wenigstens mitmachen. Gut, zum Thema Kollaboration, weil das ja jetzt auch gerade wieder so wichtig wird, was du zwar schon immer, aber es wird immer wichtiger. Und ich sehe quasi drei ganz große Bereiche. Der eine Bereich ist, welche Tools wir verwenden.
Also auch im Sinne von wie man das früher gehabt haben, die Tools, nicht? Zettel und Bleistift, und jetzt sind es halt andere Tools. Und ich sage, alles, was wir brauchen, soll man verwenden. Also ich bin da kein Moralist oder keiner, der ein gewisses Tool bevorzugt oder nicht. Alles, was hilft, soll man verwenden. Und es geht auch gar nicht, dass man vorschreibt, was andere zu verwenden haben. Man muss sich nur quasi einigen. Also hier und heute haben wir uns geeinigt, offensichtlich auf Zoom. Ja? Also machen wir Zoom. Im nächsten Call ist es was anderes, also nehmen wir das andere. Ja? Und da hat man halt dann 5 bis 10 verschiedene Tools, ja, und das ist so. Und das ist gut so. Ja? Man kriegt da über die Zeit eine gewisse Fertigkeit, wo die einzelnen Buttons sind und so weiter und so fort. Und dann irrt man sich halt einmal am Anfang, ja, macht nichts. Aber mit der Zeit wird man der Routinier, ja, die Tools. So, und dann die Frage des Timings, also wann sozusagen arbeite ich was? Und die Location, auf welchem Ort, wo mache ich das? Ja? Und ich glaube, dass wir da immer mehr Freizügigkeit haben werden und haben werden müssen, wenn wir uns sonst die Arbeit gar nicht mehr organisieren können. Ja, das ist also so ein Klassiker, ne, mit den 4 Quadranten. Also das, was wir alle können und kennen, ist am gleichen Ort zur gleichen Zeit zu sein. Das ist die heutige Arbeitswelt, die gerade im Umbruch begriffen ist. Und was wir auch kennen, ist von unterwegs zu arbeiten, ne, aus einem Hotelzimmer oder am Flughafen oder wie auch immer. Und wenn man sich aber jetzt anschaut, was wir hinterlassen, auch durchaus im Sinne des Environments, ja, wir hinterlassen Bürogebäude, die in der Nacht leer stehen, ganze Stadtteile, die quasi ausgestorben sind, umgekehrt, unsere Wohnungen sind quasi und Häuser sind ausgestorben untertags. Also eigentlich ein ganz verrücktes System. Ja. Und da stauen wir uns nur dazwischen, eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Ja. Das ist ja komplett pervers, wenn man es mal global anschaut. Nicht? Das heißt, wir haben wahnsinnig viele ungenutzte Räume, übrigens auch beim Auto. Ne? Das Auto, das wir besitzen, da schließe ich mich auch mit ein, ich habe auch ein Auto. Das ist ja auch ein ungenutzter Raum. Ne? Das ist eigentlich kein Fahrzeug, das ist ein Stehzeug, weil die meiste Zeit steht das Auto. Ob am Parkplatz der Firma oder daheim in der Garage oder wo auch immer. Die meiste Zeit steht das Auto, das ist ein Stehzeug. Ja? Also nachzudenken, wie man mit Ort und Zeit umgeht, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Geschichte, die man machen kann. Und ich glaube, dass die zukünftige Arbeitswelt tatsächlich so sein wird, dass man sagt, man arbeitet zwar gemeinsam, hoffentlich am selben Thema, ja, aber wo das ist und wann das ist, und ist a priori immer irrelevant. Ja. Und dann gibt es natürlich Situationen, wo man sagt, naja, da muss ich schon irgendwie gemeinsam sein. Und dann ist die Frage, brauchen wir wirklich das Physische gemeinsam oder reicht es sozusagen über Videokonferenzen? Aber viele Dinge brauche ich gar nicht gemeinsam im Sinne der Gleichzeitigkeit, sondern ich brauche nur gemeinsam im Sinne des gemeinsamen Erarbeitens. Ja, auch gut, passt. Ja. Also dieses Herausfinden, wann ich was wie brauche, im Kontext mit anderen, ist eine große, große, große Kunst. Ja. Jetzt reden wir nämlich alle vom Homeoffice, also das rechts unten. Niemand redet vom Office Home, verstehe ja. Weil in den Firmen schauen halt die Büros manchmal wirklich kräuslich aus. Also ihr könnt dort nicht arbeiten, aber das ist ein bisschen anderes Thema. Das heißt, die Frage ist auch wieder hier ein strukturelles, was bezeichnen wir als Home und was bezeichnen wir als Office. Ja? Also da wird auch noch sehr, sehr viel meines Erachtens in den Strukturen verändert werden müssen, weil die jungen Leute werden meines Erachtens sich da nicht mehr hineinquälen in diese alten Strukturen. Was ich jetzt ganz deutlich sehe in der Kooperation, ist das Thema Onboarding. Ja? Also ich habe jetzt diese Abkürzungen da reingescribbelt, Know Your Customer. Also wie weiß ich, dass der Customer da überhaupt, der jetzt da sich online anmeldet, dass den wirklich gibt, dass der integer ist, dass der wirklich zahlungsfähig ist und so weiter und so fort. Also das ist ein riesengroßes Thema geworden mittlerweile. Aber auch das Thema Know Your Business. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie einen neuen aufnimmst, früher hast du halt getroffen zu Verhandlungen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass sich das sehr lange Zeit überhaupt nicht mehr spielen wird in der Form und dass es neue Konzepte geben muss, ja, wie man eine neue Firma im Kontext eines Supply-Netzwerks zum Beispiel anschließt sozusagen, ja, Know Your Business. Und dann habe ich noch Know Your Employee, also ich weiß, das steht auch manchmal für Enemy, so ist es nicht gemeint, ich nenne den Employee. Also wie kommen neue Mitarbeiterinnen und neue Mitarbeiter ins Unternehmen, nicht, mit dem Online-Onboarding? Also das ist ein großes Thema auch im Bereich der Kollaboration, im Bereich des Times, des Zeitlichen. Also ich sehe das auch immer in meiner eigenen Arbeit, nicht? Also sure fixe versus Ad-Hoc-Meetings. Nicht? Also in der Firma, wenn alle zur selben Zeit am selben Ort sind, gibt es auch in vielen Firmen so Ad-Hoc-Meetings. Aber eigentlich zerstören die mehr, als sie positiv anrichten. Also ich merke das ja deutlich, wenn wir arbeiten im Startup-Bereich, wir sind sehr so fokussiert, wenn es gemeinsame Meetings gibt, also in einem Zoom-Call zum Beispiel. Ja? Weil wir wissen, das ist eines der wertvollsten Dinge, gemeinsam sozusagen zeitlich gemeinsam zu sein. Müssen wir sehr achtsam damit umgehen. Ja. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Location.
Bei den virtuellen Lokationen geht es vielleicht jetzt noch eher, aber wenn ich quasi 2 Stunden irgendwo hinfliegen muss, ja, um 1 Stunde zu mieten und dann wieder zurückfliegen muss, dann ist die Location quasi virtuell besser und nicht mehr real unbedingt notwendig. Ja. Also ich weiß schon, dass vieles nur zwischen Mensch und Mensch direkt persönlich ablaufen kann, aber vieles, vieles, von dem wir glauben, dass es nur so geht, geht tatsächlich ganz, ganz anders. Ja. Und da müssen sich Organisationen einstellen. Vielleicht ein paar Dinge, weil das halt auch schon gekommen ist. Nicht? Also man muss ja ein paar Fragen stellen, wenn man zusammenarbeiten will. Und das machen wir sofort. Ja? Mit jeder neuen Gruppe, mit jedem neuen Startup sind das die ersten Fragen. Also wo diskutieren wir? Okay, da gibt es eine Grundsatzentscheidung. Und es ist egal was. Ja? Weil ich dann immer wieder höre, die einen sagen, ja, aber Microsoft Teams kann das und das besser. Und der Nächste sagt, ja, aber Zoom ist viel, viel besser. Also halten wir uns bitte nicht auf zu diskutieren, was besser ist. Wir müssen alles beherrschen. Ja? Und irgendwann geht die Karawane irgendwo hin und gewisse Systeme werden einfach nicht mehr verwendet. Und das ist einfach so. Fertig. Ja. Die nächste Frage ist, wo sind Dateien? Ganz, ganz entscheidend. Also wer heute noch Attachment schickt bei E-Mails, ja, hat was nicht kapiert. Also wer das noch macht von euch, bitte ändert das sofort. Ab morgen, sofort in der Firma ändern. Irgendwo in der Mitte, in der Cloud, das kann ja auch Private Cloud sein, muss nicht öffentliche Cloud sein, wenn man da irgendwelche Angst hat, also sprich Cloudstophobie hat, dann kann man das auch in der eigenen Cloud machen. Aber bitte Working Documents, ein Dokument zentral, wo alle Leute, die da was zu sagen haben, dazu arbeiten und nicht Attachments und nächste Version und dann irgendwie eins zusammenführen. Das ist viel zu langwierig und das stimmt übrigens nie. Ja? Also da muss man sich entscheiden und einfach gemeinsam Dokumente bearbeiten und das geht viel rasanter und das ist ja viel, wie soll ich sagen, das macht es richtig freudvoll, wenn man sich inhaltlich dann konzentrieren kann und nicht überlegen muss, wo ist denn wieder die letzte Version und das hast du mir schon geschickt und hin und her. Also das ist alles viel zu mühselig. Also wirklich, Attachments ist ein No-Go mittlerweile. Ups. Wo reden wir und tratschen wir? Also du musst jetzt, wenn du virtuell zusammenarbeitest, den Bürotratsch abbilden. Das ist gar nicht so einfach, ja, weißt schon. Aber da gibt es eben so Dinge wie Slack oder Telegram oder Signal oder wie auch immer. Ja, das ist egal. Also mein Arbeitsplatz schaut so aus, dass immer alles offen ist. Ja. Ich bin das auf allen diesen Tools auch erreichbar, wenn es passt. Ne? Trotzdem kann ich schlafen und andere Dinge auch noch machen. Es funktioniert, ja, es funktioniert. So, dann muss man Aufgaben koordinieren, also nicht dramatisch planen, sage ich mal, sondern eher koordinieren. Da gibt es viele Dinge. Ich bin zum Beispiel ein richtiger Trello-Fan. Ich weiß nicht, wer von euch Trello kennt. Könnt ihr ja gern irgendwie in den Chat hineinschreiben. Aber Trello ist super. Wir haben zum Beispiel auch Trello-Board privat für die Dinge beim Haus. Ja. Da gibt es ja immer irgendwas zu tun. Nicht? Und jeder, der was entdeckt und sagt, das gerade gemacht, dann stellt das aufs Trello-Board. Alle Familienmitglieder sehen das. Das ist irgendwie lustig. Weil da kann man, wenn man redet, miteinander andere Dinge reden und nicht organisatorische Operations-Dinge bequatschen. Weil das ist in Wahrheit nicht wirklich sozial, aus meiner Sicht. Sozial ist ganz anders. Okay. So, dann geht es weiter. Wie machen wir uns Termine aus? Ich habe das schon eingangs einmal erwähnt. Also hoffentlich anders, als wir es bis jetzt immer machen mit Telefon und ruft und zurück und hin und her. Brainstormen. Hey, da gibt es so tolle Tools. Ja. Einfach ausprobieren, tun, machen. Sofort auf den Weg machen oder wie designen wir, ja, da kann man, jeder von uns kann das, ja, aber wenn man nicht Designer ist, sich ausdrücken, zu sagen, hey, wir sollen unser User Journey ausschauen, ausdrücken, hey, wie hätte ich es denn gern, ja, dann skribbelt man halt einmal schnell irgendeine Webpage auf Wix oder macht halt irgendeine Mailchimp-Campaign, die man selber mal zusammenbastelt oder Prototype on Paper, das geht noch vielleicht weniger, ja, also, das sind alles nur Beispiele, aber ich sage nur, diese Fertigkeit mit Tools umzugehen und das sinnvoll in Kollaboration einzusetzen, ist eines der Grundvoraussetzungen. Ja. Und das Onboarding von neuen Leuten in Teams, in Startups zum Beispiel, passiert normalerweise in einem Tag. Wenn in einem Tag der oder die nicht fähig ist, sofort anzudocken, ja, natürlich unterstützt man. Aber wenn das nicht quasi gemacht wird, ist der oder die schon wieder draußen. Das Team spuckt die aus. Da brauche ich kein Leadership oder kein Management. Das Team spuckt diese Leute aus, weil die einfach nicht schnell genug sind. Und das ist natürlich aus meiner Sicht eine große Gefahr für die Oldies, also meiner einer. Weil du quasi diese Schnelligkeit und dieses Spielerische mit vielen Dingen einfach umgehen können in den technischen Tools ja gar nicht aufgewachsen bist. Ne? Das ist das Telefonzellenbeispiel. Wir kennen noch die Telefonzelle, wo man halt hingegangen ist und dann telefoniert hat. Jetzt ist alles sofort online, real-time am Handy. Okay? Also das ist ein ganz anderes Setup, ganz anderes Pattern, das die Jungen da jetzt haben. Und da müssen wir Oldies bis zu einem gewissen Grad natürlich mitkommen. Ne? Sonst haben wir da echt das Problem. Okay, das ist auch so ein Punkt, möchte euch darauf aufmerksam machen. Ich würde wirklich empfehlen, holt euch das Buch. Ja?
jetzt das durch. Ja, ihr werdet viele Dinge finden, die interessant sind, ja, wo ihr auch eure eigenen Firmen findet. Und es gibt auch so andere Bücher, wo quasi diese Unique Value Proposition, also was macht mich einzigartig, auch durchgedacht wird, quasi für einen einzelnen Menschen. Also ich sage, okay, was macht mich einzigartig? Warum ist es wichtig, dass ich das so und so tue? Ja, und so weiter. Also schaut euch diese Dinge an. Das kommt ein bisschen aus der Startup-Welt heraus, aber ist aus meiner Sicht wirklich allumfassend gültig. Oder zumindest als Anregung, als Idee. Ja, das Arbeiten. Also ich kann immer nur lachen, wenn ich das so höre, quasi Management, nicht? Oder Master of Business Administration. Das ist genau das, nach was klingt. Nicht? Das ist der Master of Administrieren von irgendeinem Business. Ja? Das Management, das ist halt irgendwie, ich habe da immer das Bild, des Dompteurs, ja, der den Takt schlägt bei den Galeeren. Das ist sozusagen für mich dieses Management. Das neue Management, ja, das geht ganz anders. Das geht um Leadership. Ja. Das heißt, und Leader, die müssen inspiring machen, die müssen quasi motivieren, die müssen sagen, hey, cool, machen wir das. Ja. Die nicht irgendwie einteilen und abbremsen und kontrollen und jetzt füllen wir bitte noch das letzte Ding da aus und die Stundenabrechnung hat nicht gepasst und. Ja. Also ganz, ganz andere Fähigkeiten. Und die Frage ist natürlich in den Firmen, wo sind denn diese neuen Leader? Ja? Wo sind die Leader, die quasi wirklich sozusagen nicht die Leute antreiben im Sinne von Push, sondern die wirklich pullen, die wirklich ziehen und sagen, boah, lass uns dorthin hingehen. Ja, und wenn ihr selbst sozusagen im Management seid, dann hinterfragt euch selber mal, wie es eigentlich tickt. Ne? Also wie viel so ein altes Management, die nur tut es im Sinne von zerhacken und kontrollen und die Partie aufhalten, sage ich jetzt einmal so flapsig, versus wirklich zu sagen, okay, wo sind meine Leute? Wie können wir die Leute, wie kann ich den ernst nehmen auf gleicher Augenhöhe? Wie schafft man quasi einen Teamgeist, ja, ohne dass man da irgendwelche Plakate kleben oder solche Dinge? Also diese Sachen werden dramatisch wichtiger. Und wer das nicht hat in den Firmen oder wer das selber nicht erlebt oder selber nicht spielen kann, der ist schon eigentlich ein bisschen im Abseits, würde ich behaupten. Ja, Organisationsentwicklung, vielleicht noch ein Wort dazu. Ich behaupte, dass die Organisationsentwicklung total veraltet ist. Also wir haben keine wirklich neuen Modelle. Das von Lacracy war vielleicht eines der letzten, die irgendwie so halbwegs was Neues reingebracht haben. Aber eigentlich müssen wir unsere Organisationen komplett neu denken. Ja. Und das wird auch passieren und das wird auch dramatisch schnell passieren, weil Covid quasi uns gar keine andere Chance lässt, als Organisationen neu zu denken, neu zu handeln. Ja, mein Call for Action zu diesem dritten Block zum Thema Kollaboration und Leadership wäre jetzt, dass ich wirklich sage, vielleicht lehnt sich einmal zurück und denkt nach, was euch am meisten interessiert, durchaus thematisch. Was interessiert euch? Ja? So wirklich, wirklich. Also abseits von der Hektik des Alltags. Ja? Wo findet ihr was? Was seht ihr zu diesen Themen oder zu diesen Bereichen? Wirklich auf eurem persönlichen Horizont. Was ist da in der Zukunft? Wohin glaubt ihr, sollte man eigentlich Maschinen oder hingehen oder fliegen oder wie viel immer? Ja. Und dann, und das hat der Bernd eigentlich schon gesagt, ganz kleine Schritte zu tun. Also zu sagen, hey, jetzt habe ich meinen Horizont, jetzt weiß ich, das möchte ich irgendwie näher verstehen. Konkret zu sagen, jetzt, ich fange jetzt an. Ja. Maker, ja, Stichwort Maker, ich fange jetzt an. Also das wären meine drei Call for Actions. Jetzt kommen wir zum Schluss, bin eh schon ein bisschen über der Zeit. Was mir noch wichtig wäre, in meiner Konklusion, irgendwie der Aufruf, der Appell, shifte deine Patterns. Also denk über deine Strukturen nach und versuch, neue Strukturen zuzulassen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet andere Leute besser verstehen. Ihr versteht die Startups besser, ihr versteht möglicherweise eure eigenen Kinder besser, wenn ihr welche habt. Ihr versteht vielleicht die verrückten Leute in den Firmen besser, die versuchen, Innovationen reinzubringen. Also wenn man die Patterns einmal verschiebt, dann geht es normalerweise, jetzt meine Erfahrung, gleich mal ein Stück besser. Das Ganze muss Spaß machen. Also es steht nirgendwo geschrieben, dass Arbeit fertig machen soll. Im Gegenteil, Arbeit und das Beschäftigen mit Dingen und das Entwickeln von neuen Sachen, das muss Freude bereiten. Ja. Und dazu gehört auch, dass wir uns selber gar nicht so ernst und wichtig nehmen. Also dieses ganze Geplänkel von Hierarchien und Macht und ich weiß nicht, wie viel Auszeichnungen und so. Also ich bin nicht der Typ dazu. Und ich merke, dass das immer weniger Leute sozusagen interessiert. Das Einzige, was dann das Interesse überbleibt, ist so quasi, was kannst du, was hast du schon bewiesen, was kannst du, wo ist dein Wertbeitrag? Ja? Und das hat nichts mit Hierarchien zu tun und nichts mit Ernst und Struktur zu tun, sondern es hat mit Menschlichkeit zu tun, mit Emotionen zu tun.
Und es kann dann durchaus sein, dass ich das nicht mag, ja, beim anderen, ja, okay, dann arbeite ich halt mit dem nicht zusammen. Aber einfach so zu tun, als wäre jeder Mensch eigentlich nur so eine Blackbox mit Input, Output und dann hängt man das irgendwie zusammen oder die Zahnräder, die da aneinander greifen, das ist ein Bild, mechanistisches Weltbild eigentlich, das in der heutigen Zeit überhaupt nichts mehr verloren hat. Ja. Und dann noch ein Appell, schmeiß alles weg, was du nicht brauchst. Also ich glaube, dass wir alle miteinander durch unsere Erfahrung, durch die Ausbildung, durch unsere Jobs, eigentlich sind wir Messis geworden. Ne? Wir sind Messis von allen unnötigen Dingen, die wir mit uns schleppen. Ne? An Informationen, an Daten, an Strukturen, an Abläufen. Ja? Schmeißt alles weg, was ihr nicht braucht. Ne? Wieder lean, wieder agil werden. Das ist ja so mein Appell. Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das bei euch war. Wann war das? 2018 habe ich bei euch vortragen dürfen. Also jeder Mensch wird als einzigartiges Wesen geboren. Das glaube ich nämlich wirklich. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich sehe aber so viele Leute, je älter werden, umso mehr fällt mir das auf. Ja. Also die meisten sterben als schlechte Kopie der letzten Stellenbeschreibung. Das muss nicht sein. Also irgendwie schauen, dass man selbst die Einzigartigkeit versteht und die auch nährt und unterstützt. Das wäre irgendwie so der Appell, wo ich glaube, dass auch jeder Einzelne und jede Einzelne gefordert wäre. Ich sehe auch die Chance, ich glaube, wir sind alle miteinander nicht verrückt genug. Also ich habe gelernt, immer dann, wenn man sie abhaut und wenn es lustig ist, über eine neue Idee, wenn die zu crazy ist, dann liegt da der Funken dessen drinnen, was wir eigentlich brauchen und in die Richtung, in der man arbeiten sollte und nachdenken sollte. Wenn alles irgendwie glasklar ist, dann ist es wahrscheinlich nicht innovativ genug, dann ist es nicht global genug, dann ist es nicht bereichernd genug, dann ist es nicht sustainable genug, ja, mit noch so ein Passwort reinzubringen. Also durchaus einmal ein bisschen über die Stränge schlagen, verrückt sein, spinnen, visionär sein. Es kommt nicht gleich der Doktor, man wird eine Klasse gehabt. Normalerweise nicht. Und wenn, dann weiß man wenigstens, dass das nicht die richtige Firma ist, wo man alt werden kann. Ja, ja das ist auch so ein Punkt. Nicht? Also ich glaube, wir müssen Wege verlassen. Und wer nicht vom Weg abkommt, der bleibt immer auf der Strecke. Ja, das wird passieren. Also ich sehe schon, sozusagen wirklich Jobs, Leute in den Jobs, Firmen, ich sehe die stranden. Wenn die öffentlichen Mittel jetzt quasi alle versiegen werden, ich sehe die stranden. Weil sie es nicht geschafft haben, sondern diese Krise, die wir natürlich jetzt haben, als Chance zu nehmen. Und das geht nicht top-down, noch einmal Stichwort zum ersten Kapitel, sondern es geht bottom-up. Ja? Also jeder Einzelne ist gefordert, oder sollte das auch einfach machen, sagen, hey, ich fange tatsächlich neu an. Ich probiere meinen Job anders zu sehen. Ich probiere es, mich selber anders zu sehen. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich das nicht verändere, was soll da passieren? Wenn ich warte auf alle anderen, dann wird nichts passieren. Ja, und dann gehe ich mit dem Schiff möglicherweise mit unter. Also kommt es von der Strecke ab. Ja, seid ein bisschen crazy. Versucht quasi neue Dinge hineinzubringen in eure Firmen mit Engagement, mit Persönlichkeit. Ja, also mehr als dass irgendeiner sagt, juckt mich nicht, brauche ich nicht, kann nicht passieren. Ne? Also ich sehe das gefahrlos eigentlich. Ja, und das ist, glaube ich, mein letztes Slide, wenn ich das richtig sehe. Seid bitte neugierig, bleibt neugierig. Also ich bin neugierig wie ein kleines Kind, nach wie vor. Ja. Und seid nicht altgierig. Also ich treffe immer mehr Leute, die altgierig werden und behüten und sichern und macht. Und ja, aber für was denn? Also das ist übrigens aus meiner Sicht unabhängig von dem Glauben, den du möglicherweise hast. Ja. Im Prinzip am Ende des Tages, ja. Egal, ob du an das Himmelreich glaubst oder an die Wiedergeburt oder glaubst, das ist alles aus, es geht ja, das Leben jetzt gut zu gestalten. Nicht? Und immer mauern zu müssen und wegzudrängen, das kann es nicht sein. Also neugierig bleiben ist eine super Methode, um auch jung zu bleiben, in meinen Augen. Okay, also in diesem Sinn, recht, recht herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass ein paar Ideen da drin sind. Und ich würde mich übrigens auch freuen, wenn ihr quasi wirklich die Webseiten besucht von mir, wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollt, wenn ihr was braucht. Ich bin gerne da. Ich lerne auch gerne. Also wenn Sie irgendwas habt, was ich brauchen kann, bitte nur zu. Ja? Okay, Dankeschön.